Heute für euch 5 Filme, die verboten wurden. Los geht's! Los geht's mit der Nummer 5 und Borat. Der Comedian Sacha Baron Cohen wollte augenscheinlich mit seiner Rolle Borat die Massen schockieren. Wie erfolgreich er damit war, wird schnell deutlich, wenn man sich die Liste der Länder anschaut, die den Film nicht im Kino zeigten. Natürlich ist Humor immer subjektiv. War der Film zum Beispiel ein Hit in den Vereinigten Staaten, konnte er in weiten Teilen außerhalb der USA nicht so sehr punkten. Zuschauer verschiedener religiöser oder nationaler Zugehörigkeiten sahen sich in ihren Ansichten beleidigt. Der Film wurde unter anderem in Russland verboten und in allen arabischen Staaten außer dem Libanon. Sogar hier in Deutschland wollte man den Film verbieten, da er die Volksgruppe Sinti und Roma zu sehr demütigte. Nummer 4, 2012. Nicht jeder ist Fan von Dramen, Horror- oder Katastrophenfilmen. Viele erfreuen sich auch eher an etwas lustigeren Filmen, die sie glücklich machen. Wie weit ein Land gehen würde, um seine Zuschauer oder besser gesagt Anhänger glücklich zu machen, kann man am Beispiel von Nordkorea sehen. Als der Film 2009 in die Kinos kam, wurde der Film zum 100. Geburtstag von Kim Il-sung verboten, da man keine Negativität während den Feierlichkeiten wollte. Die Welt in Trümmern zu sehen, kann einen schon ziemlich verstören. Allerdings wurde der Film 2012 von der Mehrheit der Zuschauer als sinnlos angesehen und wurde von den wenigsten ernst genommen. Nummer 3. Die Simpsons, der Film. Als der Film 2007 in die Kinos kam, dachte niemand daran, dass er Mittelpunkt einer politischen Debatte werden würde. Das Land Myanmar ließ die Ausstrahlung im Kino nicht zu, wegen der gelben Hautfarbe der Figuren. Der Grund hierfür war das damalige Staatsoberhaupt Aung San Suu Kyi, da er die Demokratische Partei als größte Gefahr seiner Regierung ansah und diese die Farbe gelb in ihrem Wappen haben, ließ er den Film kurzum verbieten. Es gibt Filme, bei denen unterschwellige Botschaften verwendet werden, um die Meinung der Zuschauer zu beeinflussen. Dass dies bei den Simpsons der Fall sein soll, wage ich doch stark zu bezweifeln. Weiter geht's zur Nummer 2, The Interview. Man kann nicht leugnen, dass der Film ziemlich merkwürdig ist. Der Film handelt von zwei Journalisten, die den Auftrag haben, den nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un zu töten. Natürlich wurde der Film in Nordkorea verboten, aber nicht nur dies. Jeder, der den Film dennoch anschaut, wird entweder verbrannt oder muss für lange Zeit hinter Gitter. Allerdings war der Film sogar für eine kurze Zeit in den USA verboten. Eine Hackergruppe, die im Zusammenhang mit einer Cyberattacke auf Sony 2014 bekannt wurde, drohte, dass Ähnliches wie am 11. September passieren würde, wenn der Film in den Kinos gezeigt werden würde. In einigen Kinos wurde der Film trotzdem gezeigt. Zum Glück passierte hier aber nichts. Unsere heutige Nummer 1, E.T. Steven Spielbergs Geschichte von einem Jungen und seinem Alien-Freund ist einer der bedeutsamsten Filme des 20. Jahrhunderts. Mit seiner aussagekräftigen Geschichte ist E.T. ein Film, der Zuschauer aller Altersklassen berührte. Doch Jugendlichen aus Skandinavien blieb dieser Spaß vorenthalten. Als der Film veröffentlicht wurde, beschloss der schwedische Jugendschutz, dass Kinder unter 11 Jahren E.T. nicht anschauen dürften. Der Grund dafür war, dass der Film Erwachsene als Feinde von Kindern darzustellen schien. Es stimmt, dass die Erwachsenen im Film nicht die freundlichsten sind. Die berüchtigte Szene, in der die Waffen auf die Fahrräder gerichtet sind, hinterließ wohl nicht einen allzu guten Eindruck. Es ist schon ziemlich heftig, was harmlose Filme so alles bewirken können, aber es wird sich wohl nicht ändern. Jetzt könnt ihr das Video noch mit einem Klick teilen, hierzu einfach in die Mitte oder auf den Link in der Beschreibung klicken. Das war's mal wieder für heute, bis zum nächsten Mal, tschüss!